Hallöchen und herzlich willkommen zu den Neuheiten 2024 im Heidepark Resort. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele einmalige große und kleine Neuheiten in allen Ecken des Parks zu entdecken. Bevor wir aber unsere Reise starten, lasst doch noch gerne ein Abo hier auf dem Kanal da, um keine weiteren spannenden Neuheiten mehr zu verpassen. Und damit auf geht's in das Heidepark Neuheitenabenteuer 2024. Unsere Reise beginnt direkt im vorderen Themenbereich, die Bucht der Piraten. Hier findet man zur linken Seite von dem neuen Eingangstor aus dem letzten Jahr eine kleine erweiterte Arcade-Hütte. Zuvor fand man hier nur ein paar einzelne Automaten, welche sich in diesem Jahr um einiges vermehrt haben und die Gäste so zu etwas Spiel und Spaß für zwischendurch einladen. Einige Meter weiter vorbei an der guten alten Bounty befindet sich schon seit 1997 die kleine Rundbootfahrt Captain's Turn. Ein ganz besonderes Thematisierungselement ist hier schon seit einigen Jahren das kleine Fischerboot MS Antje in der Mitte des Sees. Da dieses tatsächlich schon ein wenig in die Jahre gekommen ist und eigentlich auch so gut wie vor dem Zusammenbrechen war, wurde das alte in der Winterpause nun durch ein komplett neues Boot ersetzt. Dieses hört nun auf den Namen Anna Mathilde und schmückt somit die kleine Rundbootfahrt für die kommenden Jahre wieder schön aus. Zusätzlich dazu wurde auch noch ein Großteil der Holzumrandung der Rundbootfahrt einmal komplett erneuert und hält die Boote dadurch auch noch weiter sicher im Flusslauf. Passend dazu und vor allem zu dem Thema der Bucht der Piraten findet man auch noch weitere kleine Thematisierungselemente wie Kanonen oder Fässer an den Wegesränden des Themenbereichs. Kurz vor der Krake, direkt neben dem Wirtshaus des Admirals, findet man seit diesem Jahr auch noch eine kleine, aber feine Gastronomieerweiterung. In dem kleinen Krakenkiosk werden nun nämlich leckere Bubblewaffeln in den verschiedensten Varianten angeboten. Egal ob mit Erdbeer, Blaubeer oder Oreo, hier ist natürlich wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Kosten tut so eine Bubblewaffel dann 6,50 Euro. Nicht nur beim Krakenkiosk, sondern auch bei der Krake selbst hat sich noch etwas Kleines getan. So findet man nun direkt in der Splash Zone der Bahn gegenüber von Big Loop einen neuen Fotopoint in Form eines Prangers, an welchem vor allem an heißen Tagen einmalige Erinnerungsfotos von den zahlreichen Gästen gemacht werden können. Vorbei an zwei kleinen neuen Toren an der Piratenarena geht es auch schon auf direktem Wege in den etwas gruseligeren Themenbereich Transsilvanien. Hier hat man ja schon in den letzten Jahren immer mehr gesehen, dass der Park diesen Themenbereich immer weiter ausbaut und vor allem auch an das Thema anpasst. Gerade bei Toxic Garden im letzten Jahr ging der Park einen weiteren großen Schritt in die Vollendung dieses Themenbereichs. Nun findet man zum Beispiel auch kleinere Anpassungsarbeiten an dem Family Freefall Tower Screamy. Dieser hat nämlich einen neuen Look bekommen und erstrahlt jetzt in einer passenden Backsteinoptik. Somit können auch weiterhin alle, die sich noch nicht ganz in den großen Scream trauen oder vielleicht auch noch zu klein sind, mindestens genauso viel Spaß in seinem kleinen Bruder Screamy haben. Gleich daneben wurde übrigens auch die große Toilettenrenovierung des letzten Jahres fortgeführt. Die Transsilvanien-Toilette oben auf dem Berg wurde somit auch einmal komplett dem Thema passend renoviert und lädt die Besucher damit natürlich auf ein deutlich passenderes Toilettenerlebnis ein. Was man auch gleich noch in dem Gebäude der Toiletten findet, ist ja der altbekannte Spielplatz. Dieser hat nun zur besseren Orientierung, wie eigentlich alle Attraktionen des Parks, ein neues Hinweisschild bekommen und nicht nur das, sondern tatsächlich alle Spielplätze, welche der Park den Gästen bietet, haben solche passenden Hinweisschilder bekommen. Somit werden nun auch auf den Spielplätzen alle kleinen und großen Gäste auf alles Wichtige hingewiesen und es wird weiterhin natürlich für ein sicheres Abenteuer gesorgt. Wie vorhin schon angesprochen, hat der Park im letzten Jahr nochmals ordentlich Geld in die Hand genommen, um die ehemalige Limit in die zu Transsilvanien passende Toxic Garden umzugestalten. Und genau damit wurde auch in diesem Jahr weitergemacht. Der im letzten Jahr noch etwas schlicht aussehende vordere Wartebereich hat nun auch ein Dach erhalten, welches ein wenig das eines Gewächshauses widerspiegelt und natürlich wieder von zahlreichen Pflanzen bewachsen ist. Es sind sogar an den Seiten einige Plakate aufgehangen worden, welche etwas Werbung für den Plan Squad machen und auch durchgehend beleuchtet werden. Auch dieser neu thematisierte Abschnitt passt sich natürlich wieder perfekt dem schon bestehenden an und rundet das Gesamterlebnis um Toxic Garden weiter ab.
Wenn ihr allerdings einmal den gesamten Umbau sowie auch die Story hinter all dem erfahren möchtet, dann schaut euch doch gerne hier oben oder auch nochmal in der Videobeschreibung meine Mini-Doku zum ausführlichen Umbau von Toxic Garden an. Auf eine Neuheit in diesem Jahr habt ihr sicher alle schon gewartet. Und es ist natürlich auch die große Neuheit des Jahres 2024 im Heidepark Resort. Direkt gegenüber von Toxic Garden findet man nun den einmaligen Eingang des neuen Dark Rides Dämonengruft. Dieser wird am 29.03. erstmalig seine Tore für die Besucher öffnen und lädt alle, die sich trauen, dann auf eine einmalige Reise in den gruseligsten Dark Ride Deutschlands ein. Mit einer Fahrzeit von 3 Minuten geht es zusammen mit maximal 4 Personen in die dunkelsten Ecken des Heidepark-Resorts. Mitfahren dürfen alle ab 12 Jahren unter einer Körpergröße von 1,40 Meter oder Kinder ab 8 Jahren unter einer Körpergröße von 1,30 Meter, allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen. Dazu kann man schon jetzt den zukünftigen Eingang bzw. auch Ausgang des Dark Rides bestaunen. Dieser fällt tatsächlich durch die nicht zu übersehende riesige Hand auf, welche direkt zu Beginn aus dem Boden ragt und zudem nicht nur ein nettes Artwork des Parkplans ist. Auf der anderen Seite findet man außerdem einen großen Stein mit dem Logo des Dark Rides, welcher den Gästen zukünftig zeigt, wo der neue Eingang zu finden ist. Der Wartebereich an sich führt dann Richtung Flug der Dämonen und sogar teilweise direkt neben dessen Warteschlange vorbei. Direkt unter einem Teil der Warteschlange von Flug der Dämonen gelangt man somit auch in das eigentliche Gebäude des Dark Rides. Dieses ist, wie einigen vielleicht schon aufgefallen, das ehemalige Stationsgebäude der Wildwasserbahn 2 und hat somit Platz für die große Neuheit 2024 gemacht. Unsere Reise geht weit aus dem Themenbereich Transsylvanien heraus hinüber in das gute alte Land der Vergessenen. Hier wurde auch, wie schon in der Bucht der Piraten, ein wenig weiter an der kleinen Arcade-Hütte des Maya-Tals gearbeitet und somit ein neues Schild mit dem Titel World of Video über dem Eingang angebracht. Etwas weiter bei dem Aushängeschild des Parks Kolossos Kampf der Giganten gibt es tatsächlich auch noch ein komplett neues Gastronomieangebot. In dem kleinen Gebäude auf der großen Kolossos-Terrasse ist die ehemalige Curry Kitchen nun ausgezogen und wurde nun zu der Gelateria Carte d'Or. Hier kann man nun seit dieser Saison leckeres Eis in großen Schlemmertüten oder auch als einzelne Kugeln kaufen. Für alle Fans der Curry Kitchen gibt es allerdings auch noch eine gute Nachricht. Das ehemalige Angebot findet ihr nun an einer anderen Stelle, nämlich im Wirtshaus des Admirals. Somit könnt ihr auch weiterhin noch die leckeren Gerichte der Curry Kitchen genießen. Wo wir vorhin schon einmal bei den Arcade Games waren, findet man nun direkt neben den Spielbuden bei Kolossos auch noch einen neuen großen Greifautomaten, bei welchem dann alle Gäste in Zukunft ihr Glück versuchen können, eines der großen Plüschtiere zu angeln. Aber nicht nur um die große Holzachterbahn herum hat sich etwas getan, sondern auch in der eigentlichen Warteschlange der Bahn. Hier wurden nämlich erstmals seit der Wiedereröffnung die zahlreichen Metallgeländer sowohl außerhalb als auch innerhalb der Station einmal mit neuer brauner Farbe angestrichen. Zusätzlich sind auch noch einige passende Steine im Außenbereich zwischen den Wegen dazugekommen. Von dem Land der Vergessenen führen wir unseren Rundgang nun fort in den vorderen Themenbereich Exploria. Hier findet man natürlich auch in diesem Jahr das gute alte Knusperhaus, welches auch in der 46. Saison des Heideparks die Gäste mit zahlreichen süßen Leckereien versorgt. Zusätzlich wurde auch noch hinter dem eigentlichen Gebäude das Kühllager mit dem neuen Logo dekoriert, sowie die hintere Wand im Knusperhaus selbst. Somit weiß man nun noch direkter, dass man beim Knusperhaus gelandet ist. Vorbei am kleinen Themenbereich Drachenzähme die Insel finden wir noch auf der Brücke über den Flusslauf der Drachengrotte zwei neu gestrichene Felswände links und rechts der Brücke. Diese passen sich so nun noch besser in den Themenbereich und vor allem der Bootsfahrt Drachengrotte mit ein. Eine schon in den letzten Jahren immer weiter thematisierte Attraktion im Themenbereich Exploria ist natürlich das Mountain Rafting. Hier wurde schon im letzten Jahr angefangen, die kleine Tunneldurchfahrt direkt am Anfang neu zu gestalten und dem Thema anzupassen. Diese Arbeiten sind somit seit Saisonstart abgeschlossen. So findet man nun auf der linken Seite der Tunneldurchfahrt einige neue Lampen und tatsächlich auch einige ehemalige Figuren der Wildwasserbahn 2, welche somit hier beim Mountain Rafting einen neuen Platz gefunden haben. Aber nicht nur das, auch schon in der Warteschlange der Attraktion, um genau zu sein, im großen Gebäude vor dem Einstieg, findet man an den Wänden jetzt auch noch weitere Bilder und Plakate, teilweise auch aus der Wildwasserbahn 2, welche genau wie auch schon die neuen Thematisierungen im Tunnel das Bergwerksthema mit aufgreifen. Auch an den schon länger leerstehenden Holzpfeilern auf der Brücke der Warteschlange wurden nun einmal komplett neue Lampen angebracht.
Natürlich hat sich nicht nur an den vielen spannenden Attraktionen etwas getan, sondern auch bei dem Entertainment des Parks. Hier wurden zum Beispiel die beiden neuen Shows aus dem letzten Jahr Time und Smile ein wenig angepasst und verändert, damit auch alle Gäste wieder ein wenig Neues geboten bekommen. Und nicht nur das, auch die große und altbekannte Piratenshow wurde ein wenig abgeändert und ist zudem nun noch eine halbe Stunde anstatt 45 Minuten lang. Diese lädt dann alle Besucher immer um 16.30 Uhr auf eine spannende Reise in die Bucht der Piraten ein. Wie wir alle wissen, werden die zahlreichen Heidepark-Besucher immer täglich mit dem Kassenschlager "Los geht's, der Spaß beginnt" direkt vorne am Eingang begrüßt. Um den Kreis wieder zu schließen, gibt es seit dieser Saison nun auch einen Abschiedssong, welcher dann jeden Abend zu Parkschluss auch wieder vorne am Eingang gespielt wird und den Gästen einen schönen Nachhauseweg wünscht. Gesungen wurde dieser, wie auch schon "Los geht's, der Spaß beginnt", von Nico Staudmeister und Michelle Donner und hat übrigens auch genau die gleiche Melodie wie auch schon der alte Song. Nicht nur innerhalb des Parks ist in diesem Jahr wieder so einiges passiert, sondern natürlich auch wieder ein wenig außerhalb. So wurden ja zum Beispiel schon im letzten Jahr fast alle Bäume auf dem großen Parkplatz gefällt. Dies ermöglicht allerdings nun einen deutlich besseren Blick auf das große Abenteuerhotel, welches in der Winterpause auch noch einen komplett neuen Anstrich bekommen hat. Die vorher eher schlichte weiße Farbe des Hotels wurde nun an den beiden Außentürmen wie auch schon in der Mitte durch ein knalliges Orange und Rot ersetzt und die beiden Abschnitte zwischen den Türmen haben ein etwas weniger knalliges Beige erhalten. Damit fällt das Hotel nun noch mehr den Besuchern ins Auge und lädt alle Übernachtungsgäste zudem auch weiterhin auf spannende und einmalige Nächte im Heidepark-Resort ein. Damit auch alle Besucher des Parks weiterhin alle wichtigen Infos wie Wartezeiten oder die Uhrzeit des Parkschlusses mitbekommen, wurden übrigens auch noch alle LED-Tafeln des Parks einmal erneuert und sind nun sogar noch größer geworden. Tatsächlich hat sich auch noch digital etwas getan, denn der Park bietet seit diesem Jahr nun einige neue Angebote, welche sich die Besucher zusätzlich zu ihrem Besuch dazu buchen können. Das erste ist hier die Änderung des Express-Butlers. Diesen gibt es seit dieser Saison so nicht mehr und ist jetzt unter dem Namen Express-Ticket bekannt. Hierbei kann man aus drei verschiedenen Angeboten auswählen, einmal für 25, 35 und 55 Euro. Bei allen drei Angeboten kann man immer nur eine Fahrt pro Attraktion machen. Das einzige, was sich hierbei ändert, sind die Attraktionen an sich. Beim günstigsten sind diese nur drei Attraktionen mit Big Loop, Bobbahn und der Wildwasserbahn. Beim mittleren, dem Express-Ticket Silber, sind es schon fünf Attraktionen, nämlich Colossus, Desert Race, Flug der Dämonen, Krake und Scream. Und beim teuersten, dem Express-Ticket Gold, hat man die Möglichkeit, dieses bei acht Attraktionen zu verwenden. Hier hat man nämlich alle Attraktionen der vorherigen beiden Express-Tickets zur Auswahl. Die Verfügbarkeit ist hier gleich wie beim Express-Butler auch nur an ausgewählten Tagen möglich und das Express-Ticket wird zudem nun auch selbst durch den Park betrieben. Das zweite spannende Angebot für alle, die gerne eine Menge Erinnerungsfotos sammeln möchten, ist der Jahrespass für digitale On-Ride-Fotos. Zuvor gab es hier nur einen Tagespass, mit welchem man an dem Tag des Besuchs so viele digitale On-Ride-Fotos wie man möchte herunterladen konnte. Mit dem neuen Jahrespass, welcher übrigens einmalig 75 Euro kostet, könnt ihr die Möglichkeit des Tagespasses nun auch das ganze Jahr über nutzen und ordentlich lustige und einmalige On-Ride-Fotos sammeln. Wo wir schon mal bei On-Ride-Fotos und somit auch Souvenirs sind, gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder eine komplett neue Heidepark-Merch-Kollektion. So findet man schon jetzt vorne im großen Hauptshop sowie auch in einigen anderen Attraktionsshops neue Merch-Artikel von zum Beispiel Mountain Rafting, Toxic Garden oder auch schon von der Dämonengruft. Wie zuvor schon einige Male angesprochen, wurde an vielen Stellen im Park die Thematisierungs- bzw. Verbesserungsarbeiten an einigen Attraktionen aus dem letzten Jahr nun in der diesjährigen Winterpause fertiggestellt. Und genau all diese spannenden Neuheiten der letzten Jubiläumssaison im Detail seht ihr jetzt hier links im nächsten Video. Ich wünsche euch nun noch viel Spaß in der 46. Saison des Heidepark-Resorts, bleibt alle gesund und dann sehen wir uns gleich bei all den einmaligen Neuheiten 2023.